Heute geht es um die Orphic Atlantic Icon. Das ist das Nachfolgemodell der Atlantic V4. Das Modell hatte ich mir selber mal gekauft, war damit sehr zufrieden. Orphic bzw. Buntes Riff, das ist der Distributor in Deutschland, hat mir die Icon zur Verfügung gestellt. Die seht ihr jetzt hier auch schon über dem Sangokai Schaubecken. Da hängt die seit 3 Monaten, glaube ich. Und ich habe einige Einstellungsempfehlungen für euch, die ich euch zeigen und präsentieren will. Die will ich auch ein bisschen besprechen, damit ihr die Lampe ordentlich und safe benutzen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Moin und herzlich willkommen im neuen Sangokai-Video. Mein Name ist Jörg Kockert, ich bin Inhaber der Firma Sangokai. Es geht um die Orphic Atlantic Icon. Einige Dinge haben sich zur Atlantic V4, die ich selber mal hatte, geändert. Ich will darauf kurz eingehen, zumindest auf die Dinge, die ihr wissen müsst. Da geht es vielleicht auch um Kühlung, das Temperaturmanagement hat sich ein bisschen geändert. Im Wesentlichen, und das ist der Hauptunterschied, ihr habt in der Icon 6 Kanäle, wo ihr vorher nur 4 hattet. Das heißt, spektral seid ihr in der Lage, hier noch differenzierter zu arbeiten, was es allerdings auch vielleicht ein bisschen komplizierter macht für euch. Deswegen gebe ich euch hier Einstellungsempfehlungen, damit ihr sicher damit arbeiten könnt und werde auch die verschiedenen Kanäle einmal zeigen. Kanal 1, einen roten Kanal, da sind auch noch ein paar weiße LEDs drin, aber im Wesentlichen geht es um die langwelligen roten Strahlungsanteile, auch im Amber, im orangenen Bereich sind wir da unterwegs. Wir haben Kanal 2, hauptsächlich weiße, kaltweiße LEDs verbaut, da geht es also um den Kanal, der vor allem für uns auch Helligkeit bringt. Bei Kanal 3 sind wir in einem Mischkanal, da ist einerseits Cyan drin, Cyan liegt ungefähr bei 490 Nanometer, ist ein Kanal, der für uns photosynthetisch sehr interessant sind, weil Korallen mit Pyridinin-Chlorophyll-Proteinkomplexen genau in diesem Bereich auch absorbieren. Da ist auch noch langwelliges Blau drin. Da reden wir jetzt von einem Wellenlängenbereich um die 460, 470 Nanometer. Auch photosynthetisch absolut wirksam. Kanal 4 ist Royal Blau. Da sind wir jetzt schon ein bisschen kurzwelliger, ungefähr bei 450 bis 440 Nanometer. Und Kanal 5 und 6 sind dann kurze Wellenlängen im violetten Bereich bei Kanal 5. Kanal 6 geht dann wiederum in Richtung UVA. Wir treffen tatsächlich eigentlich wirklich echtes UVA nicht mehr. Das würde bei 385 Nanometer liegen. Wir emittieren im Kanal 6 ungefähr zwischen 390 bis 410 Nanometer, sind also noch im sichtbaren Bereich, ist aber UV-nahes Licht. Ganz kurz noch zur App-Steuerung. Orphic hat für die Icon eine neue App zur Verfügung gestellt. Ich kann euch nur sagen, dass sie echt ein bisschen fricklich einzustellen ist, wenn ihr es übers in dem Falle iPhone einstellt, weil es halt wirklich sehr klein ist. Einzelne Beleuchtungspunkte auszuwählen ist manchmal ein bisschen tricky, die wirklich zu treffen. Ich würde empfehlen, das Ganze über ein Tablet zu machen, sofern ihr denn eins habt. Das ist auf jeden Fall einfacher. Die Icon damit zu verbinden ist nicht sonderlich schwer und auch das Spektrum bzw. den Profilverlauf zu erstellen macht erstmal ein bisschen Arbeit, aber wenn ihr es einmal habt, ist es eigentlich relativ easy. Nichtsdestotrotz, ihr habt Kontrolle über alle 6 Kanäle. Was ich jetzt einmal umstellen werde von dem Programm, was ich jetzt aktuell fahre, das zeige ich euch nachher, ist das Quick Setting. Damit könnt ihr alle Kanäle einzeln ansteuern und schauen, wie das Licht für euch wirkt. Wir gehen jetzt mit allen Kanälen einmal auf 100%. Was ihr dann sehen werdet, ist, dass das Licht sehr weißlastig ist. Ich schätze mal irgendwo in der Farbtemperatur bei so einem 10K-Spektrum. Das ist ein relativ helles und weißes Licht. Ihr könnt es natürlich, wie gesagt, modulieren. Eine wichtige Information, der Abstand zur Wasseroberfläche und zur Lampe beträgt jetzt ziemlich genau 29,5 cm. Das ist auch ein Bereich, den ich empfehle, ungefähr 30 cm Abstand zur Wasseroberfläche, damit sich alle spektralen Bestandteile miteinander gut vermischen können und ihr ein einheitliches Licht nachher unter Wasser habt. Das heißt, alle Messwerte, die ich jetzt hier generiere, versteht ihr, wie gesagt, 30 cm über der Wasseroberfläche bei einer Wasserstandshöhe von 50 cm und wir sind bei einer Grundfläche von 70 x 70 mit einem zentralen Aufbau, der schon ein bisschen üppiger ausgefallen ist. Das heißt, hier kommt es auch zur Abschattung. Es gibt von Orphic beispielsweise auch die einzelnen Bars. Ich müsste eigentlich hinter und vor der Icon noch so ein Bar installieren, damit ich gerade Abschattungsbereiche im vorderen und auch hinteren Bereich eliminieren kann, dass da also auch noch ein bisschen mehr Licht hinkommt. Ansonsten ist, wie gesagt, diese Lampe für ein Grundmaß von 70 und 70 und einer Beckenhöhe von 55 cm mit 50 cm Wasserstand mehr als ausreichend. Ich messe für euch jetzt mal ein paar Paarwerte. Besser gesagt, wir messen die Photonenflussdichte. Wir sind immer noch bei 100%. Ich kann euch immer empfehlen, die Strömungspumpen auszustellen, damit ihr eine glatte und einheitliche Wasseroberfläche habt. Was üblicherweise passiert mit einem gewissen Wellengang, ist, dass die Paarwerte natürlich extrem stark schwanken. Das heißt, ihr bekommt keinen konstanten Read hin. Wenn wir eben diese Schwankung rausnehmen, bekommen wir mehr oder weniger den Mittelwert, der nachher auch realistisch über die Dauer im Becken ist. Wenn wir bei 100% sind, dann checke ich als erstes mal die Photonenflussdichte unter der Wasseroberfläche. Und das gibt einen ersten Eindruck, was an Leistungsfähigkeit in der Lampe überhaupt drinsteckt. Und damit kann man die Lampe schon ganz gut bewerten. Wenn ihr insgesamt 4 Hände habt, das heißt, jemand ist noch da, also ist alles ein bisschen einfacher, weil man dann ein bisschen mehr hier auf die Sensorhöhe achten kann. Ich bin jetzt unter der Wasseroberfläche, hoffentlich relativ mittig. Wir sind bei 1180 Mikromol Photonen pro Quadratmeter und Sekunde. Das ist, wie gesagt, die Photonenflussdichte. Viele von euch kennen das als Paarwert. Das ist ein sehr intensiver Bereich hier unter der Wasseroberfläche. Das ist aber auch das, was eine Lampe können muss, wenn ihr vor allem kleinpolypige Steinkorallen, also SPS-Korallen, pflegen müsst, weil da braucht ihr ein bisschen Leistung. Im LPS-Bereich ist es nicht ganz so relevant, wie stark tatsächlich die Leistung ist. Da geht es hauptsächlich eher um das Spektrum. Aber um die 1000 Mikromol Photonen an der Wasseroberfläche sollte die Lampe schon hinkriegen. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 Messpunkte definiert, damit das nicht zu ausführlich wird, und zwar einmal hier
hier, da sind wir so ein bisschen oberhalb der Beckenmitte. Da steht eine Acropora florida. Wir sind hier ziemlich genau bei 800 Mikromol. Wenn wir noch ein bisschen höher gehen, ich habe hier mal einen Messpunkt in der Stylophora, in der Milka, da sind wir bei 930. Sehr intensiv, wie ihr das hier auch sehen könnt. Und ein Messpunkt hier einfach mal am Boden. Das hängt natürlich immer auch von der Raumstruktur zusammen, wie euer Becken gestaltet ist, wo sind Abschattungen und so weiter. Dann sind wir hier am Boden noch bei 380 Mikromol. Und das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, alle Kanäle auf 100% gibt richtig starkes Licht. Und die Messwerte, die ich jetzt hier auf 100% eruiert habe, sind wirklich richtig anspruchsvoll. Da traue ich mich selber tatsächlich auch nicht ran. Ich würde jetzt gerne auf die verschiedenen Profile und Einstellungen zu sprechen kommen, die ich für die Icon erarbeitet habe, genau an diesem Becken. Man kann einzelne Einstellungen generieren und wiederum abspeichern. Es gibt leider, zumindest ist das der aktuelle Stand, noch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise digital oder virtuell zu teilen. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht irgendwelche Profile als File abspeichern und zuschicken. Ich beginne jetzt mit einem Setting, das habe ich Basic genannt. Sango Basic. Man kann keine willkürlich lange Bezeichnung wählen, um das abzuspeichern. Deswegen muss ich es ein bisschen abkürzen. Sango für Sango Kai offensichtlich und das B. BSC steht für Basic. Das Basic-Setting ist im Wesentlichen für den Beckenstart gedacht. Und zwar unabhängig davon, wie erfahren ihr seid. Das heißt, im Beckenstart ist eigentlich die Anforderung, dass wir die Korallen erstmal akklimatisieren. Neues Wasser, neuer Nährstoffgehalt, möglicherweise sind noch Schadstoffe drin. Das heißt, ich möchte weder im Spektrum noch in der Intensität irgendwas schon jetzt zu diesem Zustand ausreizen, sondern will eigentlich nur, dass die Korallen gut ans Wachsen kommen. Und darauf ist dieses Setting eingestellt. Nehmen jetzt die gleichen Messungen hier nochmal vor, wie eben auch. Wir sind jetzt hier im Tagesmaximalbereich. Das heißt, da, wo die Intensität am höchsten ist. Ich gehe nochmal an alle Messpunkte, die wir eben schon hatten. Unter der Wasseroberfläche sind wir jetzt bei stillgelegten Pumpen bei 640, 620 Mikromol. An der Acropora florida sind wir bei 416 Mikromol. An der Milka haben wir ein bisschen höher gemessen. Das ist ungefähr oberes Beckendrittel, 477 Mikromol. Und wenn ich hier unten an die Montipora gehe, sind wir bei 199. Naja, runden wir es auf 200 Mikromol. Das heißt, ihr seid hier in dem Basic-Setting zu Tagesmaximalleistung schon durchaus bei einer sehr wirkungsvollen Intensität. Der Vorteil bei der Basic-Einstellung ist, dass ihr da langsam erst hochkommt und dass ihr langsam erst runterkommt. Und wenn ihr euch das Profil anschaut, dann seht ihr, dass alle Kanäle fix eingestellt sind. Das heißt, über den Tagesverlauf ändert sich das Spektrum nicht. Das ist eine Anforderung, die ich für den Beckenstart gerne stelle. Einfach, dass wir für die Korallen eine einfache Akklimatisation schaffen können. Die müssen sich also über den Tagesverlauf nicht auf alle möglichen verschiedenen Spektren einstellen, sondern arbeiten eigentlich immer mit demselben Licht, nur in der unterschiedlichen Intensität. Das heißt, dieses Setting ist eigentlich ziemlich safe. Es ist auf Wachstum generiert, natürlich auch ein bisschen auf Farbigkeit. Aber was ihr für den Beckenstart wissen müsst, Wachstum ist tatsächlich darauf, worauf es ankommt. Farben kommen immer nachher. Wenn ihr für den Beckenstart irgendwelche High-End-Korallen habt, werden die garantiert Farbe verlieren. Das liegt nicht nur daran, dass das Licht jetzt nicht anspruchsvoll ist, sondern es liegt an allen möglichen anderen Parametern auch. Anderer Nährstoffgehalt, Schwankungen im Kalkhaushalt, möglicherweise Schadstoffe, wie schon gesagt, und so weiter. Wachstum ist das, worauf ihr hinaus wollt, und darauf ist das Basic-Setting auch eingestellt. Das könnt ihr safe benutzen. Wie ihr seht, arbeiten wir von 9.30 Uhr bis 9 Uhr abends. Das sind 11,5 Stunden. Ihr könnt für den Beckenstart auch erstmal mit 10 Stunden anfangen und das langsam steigern. Ist alles erlaubt, ist vielleicht sogar sinnvoll. Und ihr könnt natürlich die Zeiten auch so verschieben, wie ihr im Hause seid. Eine Besonderheit beim Basic-Setting ist, dass ich abends auf den sechsten Kanal verzichte. Es liegt daran, dass kurze Wellenlängen bei einer ausgelasteten Photosynthese eher Probleme machen können. Das ist ein Kanal, der im Advanced und im Pro-Setting nachher eine Rolle spielt. Aber im Basic-Bereich möchte ich eigentlich, dass Korallen in Ruhe schlafen gehen können, ohne Strahlungsstress zu bekommen. Das heißt, wie ihr an der Grafik seht, nehme ich ganz bewusst den sechsten Kanal deutlich runter, sodass wir hier auch safe sind und keine Strahlungsstresssymptome auslösen. Es geht, wie gesagt, im Basic-Setting um Wachstum. Wenn abends die Photosynthese gesättigt ist, dann würde genau dieser Kanal Stress bereiten. Das würde wiederum Wachstum limitierend sein. Deswegen nehme ich diesen Kanal abends ganz bewusst raus. Was ich auch gemacht habe, ist Kanal 4 ein bisschen niedriger einzuregeln als Kanal 3. Ich will also hier auch im Royal-Baubereich nicht übertreiben. Ihr habt mit Kanal 3, das ist Cyan und Blau, definitiv photosynthetisch wirksame Strahlung. Und es macht für mich auch Sinn, hier im Basic-Setting Royal-Blau bei 440 bis 450 Nanometer ein bisschen niedriger einzustellen, einfach um die Photosynthese nicht schnell zu überlasten. So, mit dem Basic-Setting sind wir jetzt eigentlich erstmal durch. Was ihr jetzt hier seht, ist das Advanced-Setting. Das könnt ihr euch auch grafisch anschauen. Ich habe das dargestellt in diesem Excel-File. Das Advanced-Setting ist, wie der Name es schon sagt, ein fortgeschrittenes Spektrum. Das heißt, es bietet sich als Folgesetting nach dem Basic an. Wenn ihr also in der Beckenentwicklung vorangeschritten seid, das Becken hat sich gut entwickelt und ihr wollt den nächsten Schritt gehen. Das Advanced ist aber auch gut, wenn ihr zum Beispiel die Icon neu bekommt. Das heißt, bei der Umstellung von einer bestehenden Beleuchtung auf die Icon könnt ihr mit dem Setting eigentlich erstmal ganz gut arbeiten. Und der dritte
dritte Punkt wäre, wenn ihr noch mit einer aggressiveren Beleuchtungseinstellung vorher gearbeitet habt, wäre das ein Setting, auf das ihr wieder zurückgreifen könnt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, beziehungsweise das Becken mit dem Licht nicht zurechtkommt. Es ist als Folgespektrum hinsichtlich des Korallenwachstums optimiert. Wir haben jetzt aber auch eine höhere Intensität in den kurzwelligen Kanälen, das ist 5 und 6. Und auch im Rotbereich arbeiten wir ein bisschen stärker. Was ihr auch seht, ist zum Beispiel, dass Kanal 3 und 4 jetzt gleich hoch laufen. Das heißt, hier haben wir nicht wie im Basic auch eine kleine Differenz, sondern die beiden Kanäle sind jetzt angeglichen. Den weißen Kanal habe ich hier genau wie im Basic so eingestellt, wie ich es persönlich mag. Ihr habt hier immer im Bereich der Helligkeit oder des Helligkeitsempfindens eine Möglichkeit, weiß so einzustellen, wie ihr das gerne hättet. Ihr habt natürlich damit einen Leistungskanal. Das heißt, wenn ihr weiß rauszieht, habt ihr entsprechend weniger Leistung. Gleichzeitig habt ihr aber auch ein blaulastigeres Licht und wenn euch das bessere gefällt, dann könnt ihr damit arbeiten. Mir ist es nur wichtig, dass ihr mit den blauen und vor allem den kurzwelligen Kanälen nicht weiter hochgeht. Was ihr in der Grafik sehen könnt, ist, dass das Advanced Profil im Bereich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer noch recht safe ist. Das heißt, es wird immer noch eine gewisse Phase dauern, bis ihr zur Tagesmaximalleistung kommt und das Licht fällt zum Abend hin auch gleichmäßig wieder ab. Das heißt, wir sind in einem Tagesmaximalbereich, der nicht übermäßig lang ist. Da, wo das Hauptenergieniveau ist, zur Tagesmaximalleistung, seid ihr in einem relativ schmalen Bereich. Allerdings, und das seht ihr auch, haben wir in dieser Tagesmaximalleistung und jetzt schon so einen kleinen Peak nach oben. Das heißt, hier fahre ich nochmal insbesondere in den kurzen Wellenlängen und auch im roten Bereich ein bisschen höher. Die anderen Kanäle sind eigentlich vom Verlauf ganz normal. Aber wir können zur Tagesmaximalleistung auf jeden Fall energetisch ein bisschen Gas geben, was sowohl wachstumsrelevant ist, was aber dann auch in Richtung Farbausbildung geht. Normalerweise ist zur Tagesmaximalleistung die Photosynthese noch nicht ausgelastet. Das heißt, hier könnt ihr safe damit arbeiten. Würdet ihr das in den Nachmittag oder Abend hin verschieben, wäre die Photosynthese gesättigt und dann kann es zu Strahlungsstresssymptomen kommen. Genau das soll das Advanced Setting noch nicht herauskitzeln. Wir sind also hier immer noch in einem Bereich, wo die meisten Leute damit wirklich safe arbeiten können und das Becken das auch gut handeln kann. Um das Ganze mit faktischen Zahlen jetzt nochmal zu untermauern oder zu zeigen, messen wir hier nochmal die Punkte entsprechend aus. Strömung ist wieder ausgeschaltet. Unter der Wasseroberfläche sind wir jetzt im Bereich, wo wir an die 840 Mikromol Photonen pro Quadratmeter und Sekunde kratzen. Das ist die Photonenflussdichte oder der PAR-Wert. Die zweite Messstelle war hier an der Acropora Florida. Da sind wir jetzt zur Tagesmaximalleistung bei 570 Mikromol. In der Stylophora, da sind wir bei 650 Mikromol und dann waren wir hier unten noch bei der Monty, bei der Beachbum, da sind wir bei 267 Mikromol. Wie ihr seht, sind wir hier auf jeden Fall schon in einem sehr anspruchsvollen Bereich. Nur als Beispiel, dass ihr das ein bisschen besser vielleicht auch von der Intensität einschätzen könnt. In wissenschaftlichen Untersuchungen, wenn man da mit experimentellen Settings arbeitet, wird eine Photonenflussdichte von 400 Mikromol als Starklicht definiert. Das heißt, wir sind hier ein bisschen über der Beckenmitte auf jeden Fall schon drüber, zwischen 500 und 600. 600 waren wir oben an der Stylophora. Das ist ein Bereich, da muss das Becken auf jeden Fall mit klarkommen. Wir sind hier auf jeden Fall in einem fortgeschrittenen Spektrum. Ihr müsst in der Versorgung auf jeden Fall alles richtig machen. Kalkhaushalt muss stabil sein. Ganz normale Basics wie zum Beispiel Salinität, Carbonathärte müssen auf jeden Fall stimmen, damit die Korallen mit so einem Licht auch zurechtkommen. Geht hier also vorsichtig hin, arbeitet euch langsam hoch. Ihr könnt wahlweise natürlich das Profil auch so verändern, dass ihr mit der Intensität runtergeht. Aber denkt bitte dran, dass wir hier im Advanced-Bereich bei der Tagesmaximalleistung immer noch in einem relativ schmalen zeitlichen Rahmen sind. Das heißt, das Licht wird im Verlauf zum Abend wieder ein bisschen moderater und die Korallen sollten damit eigentlich ganz gut zurechtkommen. Das letzte Setting, was ich euch zeigen möchte, ist dann das Pro-Setting. Ich würde ganz gerne mal darauf hinweisen, dass dieser Begriff Pro tatsächlich in dem Fall auch Professional meint. Ihr müsst also auf jeden Fall wissen, was ihr tut. Ihr müsst das Becken richtig gut im Griff haben. Die Versorgung muss stimmen. Dieser Begriff Pro ist ja so ein bisschen in unserer Branche auch vermischt. Auf manchen Meersalzsorten steht Pro drauf. Dabei ist es einfach nur ein ganz normales Meersalz, was einfach nur richtig zusammengestellt ist. Also versteht hier wirklich diesen Begriff Pro so, dass ihr damit nicht anfangt. Arbeitet also wirklich mit dem Setting nur, wenn ihr das Becken absolut im Griff habt und ihr wisst, was ihr tut. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber wirklich wichtig. Fangt als Einsteiger oder Einsteigerin nicht mit diesem Setting an. Was ihr in der Grafik seht, ist, dass wir zur Tagesmaximalleistung fast identisch zum Advanced Setting arbeiten. Wir sind nur im roten Bereich nochmal 5% höher gegangen. Das heißt, hier gleichen wir uns eigentlich mit dem Kanal 6 komplett an. Ansonsten ist die Leistung identisch. Das heißt, ich messe das jetzt auch nicht hier aus, weil die Werte habe ich euch mit dem Advanced Setting durchgegeben. Ein Kriterium im Pro-Profil ist, dass ihr das Energieniveau, was ihr zur Tagesmaximalleistung habt, auf eine breitere zeitliche Fläche verteilt. Das heißt, das Licht geht relativ schnell auf ein hohes Niveau hoch und geht abends entsprechend später runter. Wir haben hier im Abendbereich eine relativ lange Blauphase eingebaut. Die fängt ab 19 Uhr an, geht bis 21. Wir sind hier immer noch bei 11,5 Stunden. Ich habe jetzt die Lampe hier mal so eingestellt, wie das Licht um 20 Uhr abends wäre, sozusagen mitten in der Blauphase. Wir sind hier im roten Bereich runter, wir sind im weißen Bereich runter und wir sind auch im Kanal 6 auf jeden Fall schon runter, weil dieser kurzwellige UV-nahe Bereich macht dann abends
eigentlich nur noch Stress, weil das auch ein Bereich in der Fluoreszenz ist, den wir nicht wirklich gut wahrnehmen können. Ansonsten arbeiten wir mit den Kanälen 3 und 4 und 5 und hierzu liefere ich euch dann nochmal ein paar Messwerte und ihr könnt sehen, wie viel Leistung dann immer noch drin ist. Unter der Wasseroberfläche sind wir bei 470, 465 Mikromol. Natürlich ist das jetzt schon deutlich niedriger, weil mit Kanal 2 ein Leistungskanal fehlt. An der Acropora Florida hier unten sind wir jetzt bei 319, 318, also sagen wir mal 320 Mikromol. Der Messpunkt in der Stylo, die ich gerade angedatscht habe, gibt zwischen 365 und 370 Mikromol. Und im Bodenbereich sind wir bei 149, 150 Mikromol. Das ist im Vergleich zur Tagesmaximalleistung natürlich deutlich niedriger, ist allerdings insbesondere photosynthetisch auch noch ein wirklich wirksamer Bereich. Ihr empfindet das Licht natürlich dunkler. Das menschliche Auge kann blaue Strahlung nicht so gut wahrnehmen. Es macht in der Blauphase also wirklich immer Sinn, weiß runterzuziehen, allerdings im blauen und kurzwelligen Bereich nicht weiter zu steigern, weil ihr dann hier immer noch im Blau und Royalblau in den Leistungskanälen seid. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch Leistung raus. Und wenn ihr davon ausgeht, dass die Korallen jetzt photosynthetisch eigentlich komplett abgesättigt sind, dann ist es immer noch genau für diesen Zustand relativ viel Licht, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht so wahrnehmt. Nutzt das Pro-Setting als Folgesystem zum Advanced. Wie ihr seht, habt ihr im Advanced-Bereich eigentlich zur Tagesmaximalleistung das Becken schon genau an dieses Leistungsniveau gewöhnt. Wir sind halt hier breiter über den Tag verteilt und arbeiten mit der Blauphase. Ihr könnt natürlich jederzeit bei Problemen auf das Advanced zurück oder entsprechend das Leistungsniveau im Profil ein bisschen verändern. Das ist eine Aufgabe, die ihr für euer Becken auf jeden Fall machen müsst. Manche von euch haben flachere Becken, manche haben vielleicht höhere Becken. Messt auf jeden Fall die Intensität nochmal so aus, wie es für euer Becken passt. Wenn ihr in so einem hohen Bereich arbeiten wollt, achtet darauf, dass die Basics in eurem Becken immer stimmen, wie zum Beispiel die Beströmung, Nährstoffgehalt muss passen, insgesamt der Versorgungsbereich muss gut abgedeckt und stabil sein, Kalkhaushaltstabilisierung, Kohlenmetalle, es sollten keine Joddefizite da sein, Kalium muss stimmen und so weiter. Wie gesagt, Pro heißt hier tatsächlich Professional. Ihr arbeitet damit, wenn ihr das beherrschen könnt. Nur weil es Pro heißt, heißt es nicht, dass es das beste Profil ist und ihr nehmt am besten das, weil das Becken dann am buntesten wird, sondern es ist das anspruchsvollste. Arbeitet hiermit wirklich nur, wenn das Becken das auch kann. Ihr könnt die Intensität, wie gesagt, auf euer Becken einstellen. Ihr könnt sonst den Profilvorlauf so für euer Becken nutzen, auch die generellen spektralen Einstellungen so nutzen. Schaut einfach, wie ihr damit zurechtkommt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr könnt eure Icon so einstellen, dass sie für euer Becken gut funktioniert. Danke an Buntes Riff nochmal, dass ich die Icon hier testen kann. Like gerne dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und viel Spaß mit eurer Icon. Ciao, ciao.